Dreieinhalb Jahre, nachdem die Vereinten Nationen den Vertrag über das Verbot von Atomwaffen verabschiedet haben, ist er heute in Kraft getreten. Er ächtet unter anderem die Entwicklung, den Besitz und die Stationierung von Atomwaffen. Mehr als 50 Staaten haben den Pakt bereits ratifiziert. Die Atommächte lehnen den Vertrag jedoch strikt ab, ebenso wie Deutschland und alle anderen NATO-Mitglieder. Das Bündnis setzt auf die Strategie der nuklearen Abschreckung. August 1945. Die USA werfen Atombomben über Hiroshima und Nagasaki ab. Der bisher einzige Einsatz solcher Waffen tötet sofort oder später Hunderttausende Menschen. Jetzt, 75 Jahre später, tritt der Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft. Für Unterstützer ein wichtiges Signal. Weil die Risiken immer noch groß sind, weil die Auswirkungen von Atomwaffen unabsehbar sind, ist es so wichtig, entschieden jetzt auf den Weg der atomaren Abrüstung voranzuschreiten. Mehr als 50 Staaten haben den Vertrag bereits ratifiziert. Das völkerrechtlich bindende Dokument untersagt den Unterzeichnern die Entwicklung, Herstellung, Tests, Erwerb, Besitz sowie Stationierung und Einsatz von Atomwaffen. Nicht dabei sind offizielle Atommächte wie die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien. Sie lehnen den Vertrag ab, ebenso wie Deutschland und alle anderen NATO-Mitglieder. In Büchel in der Eifel sollen amerikanische Atombomben lagern. Im Einsatzfall würden deutsche Kampfjets sie zum Ziel bringen. Unter anderem wegen solcher NATO-Verpflichtungen ist die Bundesregierung gegen diesen Vertrag. Wir sind deswegen der Meinung, dass solange keiner der Nuklearwaffenstaaten überhaupt beim Atomwaffenverbotsvertrag dabei ist, dieser für uns nicht der erfolgversprechendste Weg ist. Wir haben andere Möglichkeiten. Die Bundesregierung sendet das falsche Signal. Sie sagt zwar nach außen, die Welt müsse atomwaffenfrei sein, aber wir fangen damit nicht an, der Westen nicht, sondern sollen die anderen machen. Nur so funktioniert Abrüstung nicht. Abrüstung funktioniert im gegenseitigen Einvernehmen. Und da blockiert die Bundesregierung wie auch die anderen NATO-Staaten. Neben der Linken fordern auch die Grünen und Teile der SPD einen Kurswechsel der Bundesregierung. Und über den Vertrag spreche ich jetzt mit Oliver Trainert von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Tag, Herr Trainert. Ja, schönen guten Tag. Welche Bedeutung hat Ihrer Ansicht nach dieser Pakt über das Atomwaffenverbot? Macht der die Welt wirklich sicherer oder ist das reine Symbolpolitik? Nein, dieser Vertrag macht die Welt nicht sicherer. Es wird wegen dieses Abkommens keine einzige Atomwaffe abgerüstet werden. Und diejenigen Staaten, die ja, wie in Ihrem Bericht auch gezeigt, sich zu Recht von diesem Vertrag fernhalten, tun das, weil dieses Abkommen eben keinerlei Überprüfungsmechanismen enthält, wie man denn sicherstellen könnte, dass tatsächlich alle Atomwaffen weltweit abgerüstet sein würden. Und vor allen Dingen auch, wie man sicherstellen könnte, dass dann keine neuen Waffen heimlich hergestellt würden. Und unter diesen Bedingungen lässt sich natürlich niemand, der über Atomwaffen verfügt oder dessen Sicherheit, wie auch bei Deutschland der Fall, auf dem Besitz von Atomwaffen innerhalb des Bündnisses beruht, lässt sich natürlich unter diesen Bedingungen nicht auf eine vollständige nukleare Abrüstung ein, wenn die Gefahr besteht, dass eben andere Staaten, Russland, China bis hin zu Nordkorea irgendwo verborgen noch Atomwaffen besitzen würden. Aber welche Bedeutung hat dann dieser Vertrag überhaupt? Es geht den Initiatoren darum, Atomwaffen zu ächten, sie zu delegitimieren. Und das ist meines Erachtens eine sehr gefährliche Politik sogar. Es ist gut, dass wir hier in unseren Demokratien, in unseren offenen und freien Gesellschaften über Fragen der nuklearen Abrüstung und der nuklearen Abschreckung diskutieren können. Aber es gibt eben andere Staaten, die auch über Atomwaffen verfügen, die Autokratien sind, Russland, China, Nordkorea und andere. Dort finden solche Diskurse nicht statt und damit besteht die Gefahr, dass wir über dieses Atomwaffenverbotsvertragsabkommen unsere eigene Sicherheit unterminieren, während die anderen Atomwaffenstaaten, die autokratischen Atomwaffenstaaten, weiterhin über ihre Atomwaffen ohne interne Diskussionen verfügen können. Ist das nicht irgendwie ein zynisches Argument zu sagen, wir brauchen auch Atomwaffen auf dieser Welt, um, ich sage mal, Schurkenstaaten im Schach zu halten? Wenn diese Schurkenstaaten, wie Sie sie nennen, über Atomwaffen verfügen, dann tun wir gut daran, über eine eigene nukleare Abschreckung zu verfügen, um sicherzustellen, dass wir von diesen Staaten nicht angegriffen werden. Wie realistisch ist es denn Ihrer Meinung nach, dass überhaupt eines Tages die Welt tatsächlich frei von Atomwaffen sein wird? Da muss ja viel, ja, ich sag mal, Vorschussvertrauen gegeben werden, oder?
Nun, ich denke, wenn wir mal in den langen historischen Dimensionen denken, dann ist es schon so, dass die Menschheit sich auf den Weg machen sollte, wie er ja auch im April 2009 der damalige Präsident, amerikanische Präsident Barack Obama gesagt hat, dass alle Atomwaffen abgeschafft werden. Aber eben die Voraussetzungen dafür müssen geschaffen werden. Die Voraussetzungen sind eben unter anderem eine Überprüfungsmöglichkeit eines solchen Verbotes, aber auch, dass die Konflikte, vor allen Dingen die Konflikte zwischen Großmächten, geregelt werden können, dass eine weitere Verregelung der internationalen Beziehungen, eine Konfliktbereinigung hergestellt werden kann. Nur dann ist es auch sinnvoll, tatsächlich auf Atomwaffen komplett zu verzichten. Denn wenn ein solches Atomwaffenverbot nicht wirklich wasserdicht wäre, und dann würde es nicht wirklich mehr Sicherheit erbringen. Und wenn in einer Welt, in der es keine Atomwaffen mehr gäbe, die Großmächtekonflikte weitergehen würden, dann bestünde die Gefahr, dass wir dann vielleicht keine Nuklearwaffenkriege sehen würden. Dafür aber große sogenannte konventionelle Kriege, die auch sehr, sehr viel Menschenleben kosten können. Sie haben die Kontrolle schon angesprochen. Wäre es denn überhaupt möglich, so einen Vertrag oder die Abrüstung von Atomwaffen zu kontrollieren? Und wer sollte das tun? Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen und erfordert von den entsprechenden Staaten, die sich für ein solches Atomwaffenverbot wirklich ernsthaft interessieren, dass sie Inspektionen akzeptieren, die sehr, sehr weit wahrscheinlich in die staatliche Autorität eingreifen. Es wird sehr viel Transparenz erforderlich sein, um ein Atomwaffenverbot wirklich effektiv überprüfen zu können. Und wenn man das mal zu Ende denkt, dann muss man eigentlich fast sagen, dass wenn wir wirklich auf ein Atomwaffenverbot abzielen wollen, das sicher ist und das mehr Sicherheit bringt, dann müssten eigentlich auch alle Staaten Demokratien sein, denn autokratische, diktatorische Staaten, denken Sie etwa an Nordkorea, werden zu einer solchen Transparenz sicher nicht bereit sein. Sagt Oliver Trainert von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, gerne.